Daniel, 1:1 in Prozenten ausgedrückt. Wo stehen wir eine Woche vor dem Saisonstart oder Rückrundstart? Oh, wenn du mich so fragst, ist es natürlich nach so einem Spiel schwer. Aber wir wussten, dass nach den letzten guten Spielen auch mal so ein Spiel einfach kommt, wo wir nicht so griffig sind, wo wir nicht so bissig sind. Wir sind froh, dass wir auch Brits genommen haben, die sehr eklig zu spielen sind, die das auch sehr gut machen, die wollen Fußball spielen, sind aber trotzdem zweikampfstark. Im Prozent ist es wirklich ganz, ganz schwer. Ich könnte sagen 80%, 70%, ja, aber das wären einfach nur irgendwelche Wasserstandsmeldungen, die nicht realistisch wären. Ja, war grundsätzlich ein solider Test, gute Kilometer abgespult, völlig in Ordnung. 1-1 geht, glaube ich, auch in Ordnung. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Unterschied? Erste Halbzeit waren wir schon besser, haben den Ball besser laufen lassen, schneller laufen lassen, hätten auch durchaus das ein oder andere Tor mehr machen können. Zweite Halbzeit waren wir ein bisschen passiver und dann irgendwie langsamer in den Bewegungen, 1-2 Meter weniger und dann war es ja, am Ende okay. Die Liga schaut auf den WFC Preußen, 5 neue hochdotiert teilweise. Von denen, wer gefällt dir am besten bisher? Na, ich denke mal, dass die Liga nicht auf Preußen schaut, sondern eher auf Hilersbauer, Sparta, Lichtenberg, Füchse und nicht auf Preußen, weil Fakt ist, wir haben keine gute Hinrunde gespielt und wir werden keinen einzigen Verein mehr von oben gefährlich werden. Deswegen schaut niemand auf uns, das glaube ich nicht. Natürlich sind mit Kohlmann, Gerlach, Matteo, da sind noch Kevin, da sind noch ein paar ganz gute Jungs gekommen. Aber die müssen auch erstmal den Weg finden. Ich muss sagen, alle haben es bisher sehr ordentlich gemacht. Sie passen auch gut in der Mannschaft rein als Charaktere. Ja, das ist immer erstmal das Wichtigste, gerade in unserem Bereich, dass wir das so weit erreichen. Aber jetzt jemanden hochzuloben, das wäre nicht gerecht. Das wäre auch den alten Spielern nicht gerecht. Für den Aufstiegskampf alles offen jetzt. Na, Inter heute spielt, glaube ich, erstes Spiel, ne? Ja, genau. Na ja, wir haben natürlich Lust. Wir haben eine Truppe zusammen, die sich versteht und hätten nichts dagegen, nochmal so ein Relegationsspiel zu spielen. Wir müssen geduldig sein gegen Türkspor. Und dann ist da auch eine Menge drin. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Ist genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für uns. Ich sage mal, nicht die Spitze der Liga, aber auch nicht das Schlechteste der Liga. Also ich glaube, da treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Rückrundenziel? Na, wir hatten das ja auch mit Pierre Seifert gesagt, dass wir, unser Wunsch sind 10 Spiele, die wir gewinnen. Also, dass wir 30 Punkte holen. Und das ist auch realistisch, sage ich mal. Es sind 7 Teams, die wirklich besser sind als wir. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Wir haben gegen Empor eine Lehrstunde bekommen. Füchse hat uns wirklich sehr, sehr gut gespielt. Hillersbauer war stärker als wir. Also diese Mannschaften sind einfach vor uns. Aber den Rest müssen wir auch mit dieser Mannschaft bespielen können. Und da gibt es auch keine Ausrede, weder vom Trainerteam noch von der Mannschaft.